Ein herzliches Willkommen, liebe Zuschauer. Wir sind in Berlin am Brandenburger Tor und ich freue mich auf ein schönes Gespräch mit Wolfgang Bosbach, dem CDU-Politiker. Ich grüße Sie. Herzlich willkommen hier in Berlin. Dankeschön. Danke für die Einladung. Herr Bosbach, viel passiert im Moment in der Welt, auch in Deutschland und auch bei Ihnen. Sie haben vor nicht allzu langer Zeit Ihren Rückzug aus der Politik bekannt gegeben. Viele schmerzt das. Was sind denn die wahren Gründe? Also es ist schön, wenn mehr sagen, schade, dass er geht, als gesagt wird, wird Zeit, dass er aufhört. Und es war nie mein Wunsch, bis zum Lebensende im Deutschen Bundestag zu sein. Ich habe immer gesagt, mich muss keiner mit den Füßen vorneweg aus dem Plenarsaal tragen. Es ist eine Mischung aus politischen und persönlichen Gründen. Für mich spielt eine besondere Rolle, dass ich in keiner einzigen Frage eine Position einnehme, die früher nicht auch einmal die Position der CDU war, wohlgemerkt war. Und das schmerzt mich, dass ich sehe, dass politische Kurskorrekturen vorgenommen werden, obwohl wir noch vor kurzer Zeit den Wählerinnen und Wählern etwas anderes gesagt oder im Zusammenhang mit dem Euro versprochen habe. Und auf einmal bist du Rebell, nur wenn du bei deiner Meinung bleibst. Mir fällt es schwer, gegen die eigene Partei, gegen eine Mehrheit in der Fraktion zu argumentieren. Ich möchte nicht die Kuh sein, die quer im Stall steht. Persönlich, ich bin nicht der Gesündeste, ich bin nicht der Fitteste. Nächstes Jahr werde ich 65. Und dann überlegt man sich, wie soll es denn im nächsten Lebensabschnitt weitergehen. Das sind natürlich deutliche Worte der Kritik, die Sie hier auch äußern. Dafür sind Sie bekannt, beliebt bei den Menschen, denn sie sind ein Einzelexemplar oder nahezu, kann man sagen. Und gerade was Sie sagen, also Beschlüsse und Grundsatzthemen der CDU, der Union werden in den letzten Jahren verlassen, die Positionen werden verlassen, sogar ins Gegenteil gekehrt. Können Sie sich diese Entwicklung erklären? In einigen Punkten ja, in anderen Punkten nein. Beispiel Aussetzung. Faktisch Abschaffung der Wehrpflicht. Die Wehrpflicht war nicht mehr zu halten, aus einer ganzen Reihe von Gründen. Unter anderem konnte ich auch nicht mehr unter dem Gesichtspunkt Wehrgerechtigkeit jungen Männern erklären, warum der eine zum Bund musste und der andere nicht, weil jeder gesagt hat, warum muss ich denn jetzt gehen und nicht der Klassenkamerad. Und die Wehrpflicht, den brauchen wir heute nicht mehr zur Landesverteidigung. Aber die Begründung für die Wehrpflicht geht aus der Notwendigkeit der Verteidigung des Landes hervor. Wir haben heute eine völlig andere Lage als noch zur Zeit des Kalten Krieges. Da habe ich für eine politische Kurskorrektur Verständnis. Aber wir haben es auch noch vor wenigen Tagen erlebt beim Thema Doppelpass. Die Union vertritt heute zur doppelten Staatsangehörigkeit eine völlig andere Auffassung als noch vor einigen Jahren, obwohl sich die Lage eigentlich nicht geändert hat. 1999 gab es noch eine bundesweite Unterschriftensammlung, die höchst umstritten war. Da hat die Union noch zu ihrer Position gestanden, auch als es erheblichen Gegenwind gab. Und der Parteitag hat mit knapper Mehrheit beschlossen, die jetzige Regelung zu ändern, wenn es dafür eine parlamentarische Mehrheit gibt. Die Kanzlerin hat erklärt, das sei aber nicht in ihrem Sinne. Damit habe ich dann ein Problem. Wenn die Kanzlerin sagt, das ist nicht in ihrem Sinne, es gibt Abstimmungen im Parlament, immer wieder werden Vorwürfe laut, dass eine Einflussnahme stattfinden soll auf die Parlamentarier. Sie stellen sich ganz klar auf ihre Position und stimmen, jedenfalls ist es das, was wir erlebt haben, ab, so wie Sie meinen. Auch in der Griechenland-Frage gab das ja sogar Probleme dadurch für Sie. Gibt es diese Einflussnahme auf die Abgeordneten? Und wenn, wie sieht die denn aus? Also dafür habe ich sogar Verständnis, dass sich die Fraktionsführung darum bemüht, dass die Fraktion zu einer einheitlichen Linie kommt. Das kann ich verstehen. Ich kann auch verstehen, dass man mit den sogenannten Abweichlern Gesprächen führt. Mit mir auch. Ich kann mich noch gut an ein Gespräch mit Peter Altmaier erinnern, damals noch erster parlamentarischer Geschäftsführer. Ich habe ihm gesagt, Peter, meinst du, das hat Zweck, mich jetzt zu versuchen umzudrehen? Da sagt er, nein. Sag ich, Peter, da hast du recht. Dann haben wir eine Tasse Kaffee getrunken und das Leben ging weiter. Aber die Grenze ist dort, wo man zum Beispiel insbesondere jüngeren Kolleginnen und Kollegen sagt, überleg dir, wie du abstimmst, wenn du hier noch was werden willst. Das geht nicht. Wenn jemand aus fester Überzeugung sich entschieden hat, gegen die Mehrheit der Fraktion zu stimmen,
dann muss man das akzeptieren. Übrigens nicht nur, weil wir nach dem Grundgesetz verpflichtet sind, nur nach bestem Wissen und Gewissen zu entscheiden, sondern auch, weil man die Meinung des Einzelnen akzeptieren muss. Jeder ist seinem Gewissen verpflichtet und das unterstelle ich jedem, dass er sein Gewissen intensiv prüft, bevor er die Hand hebt. Ich habe selber schon mehr als einmal mitgestimmt, obwohl ich persönlich anderer Auffassung war, aber nicht jede Frage ist eine Gewissensentscheidung. Aber wenn jemand sagt, das ist für mich eine Gewissensentscheidung, für mich sind es nicht nur bioethische Fragen, für mich sind es auch Themen, wenn ich jetzt plötzlich das Gegenteil von dem vertreten soll, was ich jahrelang vertreten habe, dann muss ein Parlamentarier auch zu seiner Überzeugung stehen können, ohne dass es Probleme mit der Führung gibt. Es ist ja eigentlich sogar eine grundsätzliche Frage, wenn man in einer Partei ist und arbeitet und ich unterstelle den Menschen grundsätzlich, dass sie das Gute wollen. Und wenn man das Gute will, ist die Frage, kann man es denn immer einhalten, wenn man im Sinne der Partei entscheiden muss? Denn es kann ja wahrscheinlich nicht das gesamte Parteiprogramm der eigenen Überzeugung auch dienen. Da gibt es ja immer mal widersprüchliche Punkte. Das heißt, muss man seine Seele nicht doch ein bisschen abgeben, wenn man in einem solchen Parlament sitzt? Also Politik ist ein Mannschaftssport. Man kann nur, wenn man entschlossen ist und geschlossen handelt, wirklich politischen Erfolg haben. Aber es gibt die eine oder andere politische Frage, wo mal dieser, mal jener und auch mal ich persönlich zu der Überzeugung kommt, da kann ich nicht mit der Mehrheit mitstimmen. Dafür muss man natürlich gute Argumente haben. Das muss man schon gut begründen können. Und das muss eine Partei auch aushalten. Es ist ja gerade das Wesensmerkmal großer Volksparteien, dass sie auch unterschiedliche Meinungen zum Ausgleich bringen soll. Doch bei uns in der Union treffen sich der Arbeitnehmer und der Unternehmer, Männer und Frauen, die jüngere und die ältere Generation. Und sie versuchen, ganz unterschiedliche Interessen zusammenzuführen, um zu einem gerechten, vernünftigen, guten Ergebnis zu kommen. Klingt gut. In der Praxis sieht es etwas anders aus. Es gibt viel Unzufriedenheit innerhalb der Partei beim letzten Parteitag in Essen, der zwar nach außen hin doch ganz homogen aussah, hat es dennoch rumort. Wie sieht denn aus Ihrer Sicht die Zukunft der Union aus? Denken wir mal ein Jahr weiter. Wir sitzen jetzt hier im Unionshaus. Wird die Union hier noch sitzen? Also die Kanzlerin hat sich ja redlich darum bemüht, in ihrer Eigenschaft als Parteivorsitzende die ganze Partei einzufangen. Gräben, die es ja in der Tat gibt, nicht nur in der Flüchtlingspolitik, unterschiedliche Meinungen zuzuschütten, damit wir geschlossen in den Bundestagswahlkampf gehen. Ich glaube, das ist auch weitestgehend gelungen. Zum Schluss, gegen Ende der Veranstaltung, sind dann wieder Unterschiede deutlich geworden beim Thema Staatsangehörigkeit, Doppelpass. Die Union war immer dann stark, auch politisch erfolgreich, wenn das Christlich-Soziale, das Liberale und das Konservative, wertkonservative Gedankengut in gleicher Weise zur Geltung gekommen sind. Für die Konservativen gilt, sie gehören leider heute nicht mehr so selbstverständlich zum Meinungsspektrum der CDU. In der CSU ist das anders, wie das in der Vergangenheit der Fall war. Also es gibt diametrale Unterschiede, nicht? Also wenn man an Zitate von Helmut Kohl denkt und auch zurückliegende Zitate aus 2004 noch, sogar aus 2010 von Angela Merkel, nämlich, dass das Land nicht sehr viel mehr Zuwanderung vertragen wird und wir jetzt das genaue Gegenteil erleben, dann muss man sich ja fragen, woher kommt ein solcher Sinneswandel? Wie erklären Sie den? Ich kann das verstehen vor dem Hintergrund dieser humanitären Katastrophe, insbesondere in Syrien und der schlimmen Bilder, dramatischen Geschehnisse auf dem Ostbahnhof in Budapest Anfang September 2015. Ich selber habe auch die Entscheidung, die Flüchtlinge, die damals in Budapest eingepfercht waren, einreisen zu lassen, für richtig gehalten. Herr Orban hatte uns darum gebeten, der damalige österreichische Kanzler Faymann hatte Deutschland händeringend darum gebeten. Die Flüchtlinge wollten ja gar nicht in Ungarn bleiben. Die Ungarn haben gesagt, trifft sich gut, wir wollen auch gar nicht, dass ihr bleibt. Nach der Einreise hätten wir allerdings wieder zur Anwendung des geltenden Rechtes zurückkehren müssen, auch um eine gemeinsame europäische Lösung zu finden. Denn die Hoffnung
Und so erkläre ich mir das. Die Hoffnung, wenn Deutschland die Grenzen öffnet, werden andere Länder unserem Vorbild folgen und es wird zu einer gemeinsamen europäischen Kraftanstrengung kommen. Diese Hoffnung hat sich nicht erfüllt. Im Gegenteil, andere Länder sind in ihrer Politik restriktiver geworden, während wir die Grenzen offen gelassen haben. Aber viele Länder hatten das von Anfang an signalisiert, dass sie diese Politik nicht mittragen würden. Nun sind Millionen sogenannte Flüchtlinge eingereist. Flüchtlinge sind natürlich darunter. Aber wir wissen auch, dass viele Einwanderer, Wirtschaftsflüchtlinge dabei sind und auch Terroristen, die sich als Flüchtlinge getarnt hatten und die eben auch bereits hier einiges angerichtet haben, Bomben gezündet haben und Menschen umgebracht haben. Wenn sogar Frau Merkel wie auch der Verfassungsschutzpräsident Maaßen explizit zum Ausdruck bringen, dass sich Terroristen unter diesen sogenannten Flüchtlingen befinden, ist es dann nicht bodenloser Leichtsinn, nicht einfach die Grenzen zuzumachen? Also wir haben eine veränderte Sicherheitslage, als wir sie Anfang 2015 vermutet haben. Ich selber war ja dabei, als uns erklärt wurde, die Besorgnis, dass in dem großen Strom der Geflüchteten auch dschihadistische Kämpfer nach Europa und Deutschland kommen könnten, sei grundlos. Reise zu gefährlich, würde zu lange dauern, keine Ortskenntnisse, keine Sprachkenntnisse für die so Eingereisten. Man würde eher auf lokale Strukturen und Kämpfer setzen. Mittlerweile wissen wir, dass das eine falsche Einschätzung war. Das wird auch heute von den Sicherheitsbehörden gar nicht mehr bestritten. Ja, wir haben einen Kontrollverlust, insbesondere nach dem 4. September 2015. Und deshalb hat es ja schon eine ganze Fülle von Kurskorrekturen gegeben. Was wir zurzeit erleben, ist ja rhetorisch interessant. Auf der einen Seite wird gesagt, die Entscheidungen, die wir damals getroffen haben, waren alle richtig. Aber das darf sich nicht nochmal wiederholen. Dann kam das Asylpaket 1, Asylpaket 2, erleichterte Ausweisung und Abschiebung ausländischer Straftäter, Integrationsgesetz und so weiter und so weiter. Das sind ja alles deutliche Kurskorrekturen, die waren auch richtig und wichtig. Aber das geltende Recht ist immer noch nicht wieder in Kraft gesetzt. Ja, das stimmt. Das wird ja häufig übersehen, dass nach Artikel 16a Grundgesetz und Paragraph 18 Absatz 2 Asylgesetz an den Landesgrenzen kein Asyl begehrt werden kann, weil wir ja von sicheren Staaten umgeben sind. Wir haben 9 Nachbarländer, 8-mal EU und die schnuckelige Schweiz. Alle 9 Länder sind verfolgungsfreie Staaten. Kein Krieg, kein Bürgerkrieg. Und der Asylantrag muss ja nach europäischem Recht dort gestellt werden, wo man zum ersten Mal einen sicheren Hafen erreicht hat. Und deswegen versucht man jetzt wieder zu den Regeln von Dublin zurückzukehren. Man versucht es, es sind aber langwierige und langsame Versuche. In der Zwischenzeit strömen nach wie vor viele Menschen in unser Land. Der allergrößte Teil dieser Menschen besitzt keine gültigen Papiere, Ausweispapiere. Das heißt, wir wissen ja gar nicht, wer hier in unser Land kommt. Niemand hat den Überblick. Nein. Wir wissen nicht, ob die Angaben stimmen, wenn keine Papiere mitgeführt werden. Das stimmt. Wie wir wissen oder aus Erfahrung wissen wir, dass viele Angaben nicht stimmen. Ja. Wenn Menschen sich als afghanisch ausgegeben haben oder als syrisch und dann afghanischer Herkunft sind. Also wir haben das gerade bei einigen Terrorüberfällen hier eben auch erlebt. Das heißt, also man kann ja eigentlich mit dem Stock dran fühlen, es ist sehr unsicher und es bleibt unsicher. Wie ist eigentlich das zu vereinbaren mit dem Eid, den die deutsche Bundeskanzlerin zum Wohle des deutschen Volkes geschworen hat? Wir haben im vergangenen Jahr 890.000 Flüchtlinge aufgenommen. Die Schutzquote liegt bei knapp 60%. Daraus ergibt sich, wie hoch die Zahl derjenigen ist, die nicht den Flüchtlingsstatus bekommen hat. Keine Kriegsflüchtlinge, keine Bürgerkriegsflüchtlinge, nicht politisch schutzbedürftig, kein Asylrecht. Asyl bekommt ohnehin nur ein ganz, ganz kleiner Teil derjenigen, die nach Deutschland gekommen sind. Viele übersehen ja auch, dass der Begriff Flüchtling ein Rechtsbegriff ist. Alle pauschal werden ja als Flüchtlinge bezeichnet. Aber die Eigenschaft, geflohen wegen Verfolgung, oder wegen Krieg oder Bürgerkrieg, trifft nur auf einen Teil zu. Wie hoch ist der Teil etwa? Ja, Schutzquote ist etwa 60%. Etwas über die Hälfte. Dann
ist ja die Zahl deutlich zurückgegangen, zunächst durch die Schließung der Balkanroute. In diesem Jahr werden es ungefähr 300.000, 350.000 werden. Deutlich weniger als im vergangenen Jahr, aber die zweithöchste Zahl seit dem sogenannten Asylkompromiss von 1993. Es wäre ganz wichtig, wenn wir Transitzentren bekämen, wo an der Grenze entschieden werden kann, gehen wir von Schutzbedürftigkeit aus oder nicht, weil der Betroffene aus einem Staat kommt, wo die Anerkennungsquote faktisch 0% beträgt, weil es dort weder Krieg noch Bürgerkrieg noch politische Verfolgung gibt. Bis jetzt ist die SPD nicht bereit, solchen Zentren zuzustimmen. Wir haben darüber schon vor einem Jahr gesprochen. Damals waren die Zahlen ganz andere, aber Transitzentren würden uns wirklich helfen, schon an der Grenze und nicht erst nach jahrelangen Verfahren im Inland eine Auswahl zu treffen zwischen schutzbedürftig und nicht schutzbedürftig. Wenn Sie sagen, dass dieses Jahr also erheblich weniger Flüchtlinge und Einwanderer gekommen sind, da muss man das so hinnehmen. Das heißt aber nicht, dass es so bleibt. Also wir wissen nicht, was passieren wird. Es kann nächstes Jahr ganz anders sein. Und die Zeichen stehen eigentlich auch so, wenn wir uns das EU-Türkei-Abkommen ansehen, das wohl nicht zustande kommen wird und wir damit rechnen können, dass die Türkei Flüchtlinge in unser Land lassen wird und Einwanderer, aber eben auch viele Gebiete auf der ganzen Welt, Mosul, weiterhin der Irak, Syrien natürlich, betroffen sind und die Menschen fliehen. Sie kommen ja auch aus vielen afrikanischen Ländern. Wie ist denn dann die Situation, wenn bis dahin das Recht nicht wieder sein Recht bekommen hat? Wichtiger Hinweis, Fluchtursachenbekämpfung bekämpfen. Der Migrationsdruck wird bleiben, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Und durch das Abkommen zwischen der EU und der Türkei sind wir, was von Amts wegen bestritten wird, aber tatsächlich so ist, auf das Wohlwollen der Türkei angewiesen. Zumal es ja noch einen heftigen Streitpunkt gibt, nämlich beim Thema Visafreiheit. Deswegen ist es ja richtig, dass die Staatengemeinschaft sagt, wir müssen die Fluchtursachen bekämpfen, auch das Schlepper- und Schleuserunwesen. Und wir müssen vor allen Dingen die Lebensverhältnisse in den großen Auffanglagern, Türkei, im Libanon, in Jordanien, so verbessern, dass die Menschen nicht wegen unzumutbarer Lebensverhältnisse sich aus diesen Lagern heraus auf den Weg machen, um nach Europa und Deutschland zu kommen. Fluchtursachen, Herr Bosbach, wie ist das denn dann zu erklären, dass die UN im Jahr 2015, im Frühjahr, die Hilfe für die Flüchtlinge in den großen Camps in Libanon, in der Türkei, in Jemen, um über die Hälfte gekürzt hat, sozusagen über Nacht, sodass die Menschen... Weil viele Staaten ihre Zahlungszusagen nicht eingehalten haben. Das war ja ein Grund dieser Tragödie. Wenn sich die Lebensverhältnisse in den großen Auffanglagern der Krisenregion sukzessive verschlechtern, aber auch wenn viele Menschen die Hoffnung verlieren, dass sie zeitnah wieder in ihre Heimat zurückkehren können, vielleicht weil es diese Heimat, so wie sie sie verlassen haben, gar nicht mehr gibt, dann machen sich die Menschen auf den Weg. Und deswegen hat ja auch die Bundesrepublik Deutschland ihre Hilfen für die Krisenregion noch einmal deutlich aufgestockt. Es gibt immer so Konferenzen, auf denen gesammelt wird. Aber was nützen die ganzen Zahlungszusagen, wenn hinterher die Zahlungen nicht erfolgen? Fluchtursachen bekämpfen würde ja auch heißen, dafür zu sorgen, dass die Krisenregionen beruhigt werden. Wir sind natürlich an NATO-Eingriffen und Angriffen mitbeteiligt immer. Ob das Syrien ist, ob es auch Libyen war, wenn auch indirekt, und auch der Irak. Das heißt, das sind ja keine Fluchtursachenbekämpfungen, sondern es sorgt ja eigentlich dafür, dass die Menschen sich auf den Weg machen müssen. Nein. In Syrien kämpft eine Allianz von insgesamt 40 Staaten zentral gesteuert von Kuwait aus. Wir unterstützen diesen Einsatz der internationalen Truppen von Incirlik in der Türkei aus mit unseren Kompetenzen Luftüberwachung und Luftbetankung. Hier geht es um Notwehr. Hier geht es darum, Menschenleben zu schützen. Es stimmt, wir haben Waffen an die Peschmerga geliefert. Aber damit sie sich verteidigen können vor den Angriffen des Islamischen Staates, wir entsenden ja keine Truppen in die Kampfgebiete. Aber wir können doch nicht sagen, liebe Leute, seht zu, wie ihr zurechtkommt. Und wenn man euch verfolgt und ermordet, dann habt ihr Pech gehabt. Das können wir nicht.
Blickt denn überhaupt jemand richtig durch, wer da gegen wen kämpft? Ja, es ist, haben Sie völlig recht, Frau Herrmann. Es ist kein klassischer Krieg, wo Armeen aufeinander zumarschieren und in offener Feldschlacht die Entscheidung suchen. Es sind die Truppen des Diktators Assad gegen die Aufständischen. Es gibt mehrere rivalisierende Gruppen unter den Aufständischen. Es gibt den Islamischen Staat, der gegen jeden vorgeht, diese Terrorarmee, der sich nicht unterwirft. Die Peschmerga bekämpfen den Islamischen Staat. Es ist ein klassischer Mehrfrontenkrieg. Und das ist ja auch ein Grund, warum ich als Parlamentarier niemals meine Hand dafür heben würde, dass wir dort Bodentruppen einsetzen. Ich könnte es auch nicht erklären, dass wir hunderttausende junge Männer aus der Region aufnehmen, weil sie fliehen und gleichzeitig unsere Jungs runterschicken, damit sie unter Lebensgefahr kämpfen. Eine spannende Rolle nehmen in diesem Szenario auch die Medien ein. Ich gehöre ja nun selber dazu, habe lange auch zu den öffentlich-rechtlichen Medien gehört, bis ich selber Erfahrungen gemacht habe, dass eben die Medien doch nicht immer wahrheitsgemäß berichten. Das weiß ich nun aus eigener Erfahrung. Aus einer bitteren Erfahrung heraus, dass mir Aussagen unterstellt wurden, die ich nie getätigt habe und die Konsequenzen hatten. Natürlich interessiert mich immer der Medienhintergrund und ich weiß eben auch gerade zur Berichterstattung über Syrien, aber auch über Libyen oder den Irakkrieg, wie viele Falschmeldungen rausgehen, kolportiert werden und in den Hauptmedien gebracht werden. Wie können Sie denn als Politiker herausfinden, wo die Wahrheit und wo die Unwahrheit liegt? Das ist ein äußerst schwieriges Geschäft. Aber wenn man so lange unterwegs ist wie ich, dann bekommt man schon ein Gefühl dafür, wie seriös ist die Quelle. Wer ist der Autor? Gibt es andere seriöse Quellen, wo man genau die Meldung bestätigt bekommt? Was sagen die ausländischen Medien zu diesem Thema? Und ausschließen, dass man auch einmal Opfer von Falschmeldungen wird, das kann man nicht, das kann man auch nicht, wenn man 45 Jahre politisch unterwegs ist. Man kann sich nur darum bemühen, so weit, wie man Erkenntnisquellen hat, abzuklären, stimmt die Meldung oder stimmt sie nicht. Es sind, hat sich das Leben für die Medien, gerade hier auch in Deutschland, geändert? Also während zu meiner Zeit einem noch tatsächlich der rote Teppich ausgerollt wurde, wenn man von der ARD oder dem ZDF kam, hört man sich heute öfter schon wütende Rufe der Bürger auch an, von wegen Lügenpresse. Ganz so weit würde ich nicht gehen, aber ich bin kritisch. Die Medien selber müssen zurückrudern. Ich erlebe das, ich sehe meinen ehemaligen Tagesschau-Chef Gnifke ständig Meldungen zurückzunehmen oder klarzustellen oder er gibt Erklärungen ab, warum gewisse Meldungen so ausgefallen sind. Wie sieht denn aus Ihrer Sicht die Entwicklung der Medien aus, die ja ähnlich unbeliebt werden wie die meisten Politiker. Ja, so genau richtig. Ich muss immer schmunzeln, wenn Banker sagen, was hatten wir früher für ein hohes Ansehen? Ja. Früher hießen wir sogar Bankbeamte und heute, dann sage ich immer, willkommen im Club. Wir kennen als Politiker traditionell nichts anderes. Aber Lügenpresse ist erstmal sachlich falsch und auch eher abschneiden. Das Problem liegt eher auf einer anderen Ebene. Lüge heißt ja, sogar Verleumdung, bewusst wider besseren Wissens, Tatsachenbehauptung, Lüge. Es wird bewusst etwas Falsches publiziert. Kann sein, dass das mal vorgekommen ist. Presse das pauschal vorzuwerfen, ist genauso falsch, als wenn man sagt, alle Politiker sind korrupt, sind faul, sind Dummköpfe. Ich mag diese Art von Pauschalierung nicht. Genau, nein, das wollen wir auch nicht machen. Problem besteht eher darin, wenn bestimmte Meldungen nicht gebracht werden, das ist natürlich keine Lüge, aber es verfälscht die objektive Berichterstattung. Ich sage ja gerne, wir haben in Deutschland das Recht auf freie Meinungsäußerung, verfassungsrechtlich garantiert. Aber man muss schon aufpassen, wenn man von diesem Recht Gebrauch macht, ob es in den Redaktionsstuben angenehm ist oder nicht, ob man da die Zustimmung bekommt oder nicht. Also man muss schon sehen, wer zu was irgendetwas sagt. Auch das kann ein Unterschied sein. Damit habe ich immer mehr Probleme, auch mit der Vermengung von Bericht und Kommentar. Wir haben heute eine fatale Neigung, nicht nur eine Nachricht zu publizieren,
sondern wir müssen gleich den Kommentar auch noch mitliefern, damit das Publikum auch sofort mit seinen Gedanken in die richtige Richtung gelenkt wird. Wir sollten viel mehr erklären und viel mehr belehren. Das Publikum denkt schon gerne selber. Ja, also es ist eine Art Propaganda, die Sie hier beschreiben. Und genau das ist natürlich auch zunehmend auffällig und fällt den Menschen auf, die ja doch sich ihre eigene Meinung bilden wollen und nicht bevormundet werden wollen. Wir sind aber, denke ich, jetzt doch auch in einem Stadium angelangt, welches schwierig wird. Wir haben heute Morgen gerade auf dem Weg hierher, habe ich im Radio die Meldung gehört, dass jetzt also sogenannte Fake News, das ist ja ein Vorschlag der Union, strafrechtlich verfolgt werden sollen. Fake News, also das Beispiel war Renate Künast, die eine Äußerung unterstellt worden ist im Internet, die sie nicht getätigt haben will und dagegen jetzt auch gerichtlich vorgeht. Also im Prinzip ist das wieder mal das Gleiche, was auch mir passiert ist, wobei ich jetzt nicht die ganze Zeit von mir sprechen möchte, aber ich weiß eben, dass diese Dinge vorkommen. Das heißt, es wird auch geplant, dass im Internet Äußerungen und Informationen, die die Regierungsarbeit behindern oder diskreditieren könnten, strafrechtlich verfolgt werden können. Ist das nicht eine gefährliche Richtung, die wir nehmen? Ich bin gespannt, ob der Vorschlag des Kollegen Professor Sensburg jemals das Licht des Bundesgesetzblattes erblicken wird, und zwar aus folgendem Grund. Fall Künast. Ich halte es für richtig, dass sie Strafanzeige erstattet und Strafantrag stellt. Ja. Da muss der Urheber, wenn er erwischt werden kann, mit Bestrafung rechnen. Da gibt es keine Lücke, die wir schließen müssten. Da ist die Anwendung geltendes Recht. Zweitens, praktisch, wir haben ein Problem, wenn Facebook lange Zeit zu lange braucht, um nachgewiesene Falschmeldungen aus dem Netz zu nehmen oder richtig zu stellen, weil sich das ja heute unglaublich schnell multipliziert im Netz. Das ist ja bei der guten alten Tageszeitung gar nicht so zu machen, wie das heute mit einem Mausklick zu erledigen ist. Also die weltweite Vervielfältigung einer falschen Nachricht. Das ist ein praktisches Problem. Und dann kommen wir zu dem Thema gezielte Desinformation zum Zwecke der Destabilisierung eines Staates. Ich kann das verstehen, das ist strafwürdiges Verhalten, ganz fraglos. Genau wie Beleidigung, Verleumdung, üble Nachrede auch. Ich weiß nur nicht, wie das in der Praxis funktionieren soll, wenn wir als Quelle einen Rechner in Usbekistan ausfindig machen. Also da wäre ich mal gerne bei der Strafverfolgung dabei, wie das funktionieren soll, den ausfindig zu machen. Wir machen ja Ermittlungsverfahren gegen natürliche Personen oder gegen Unbekannt mit dem Ziel, die Person zu identifizieren und vor Gericht zu stellen und zu überführen. Wie das in der Praxis funktionieren soll, ich weiß es nicht. Ich denke aber nicht nur an die Rechner in Usbekistan, sondern ich denke auch an alternative Portale in Deutschland, die regierungskritisch berichten und die hinterfragen und versuchen auch Missstände aufzudecken. Es gibt ja derzeit auch genügend. Auch dort könnte man ja, sollte ein solches Gesetz greifen, mal kurzfristig den Rechner abstellen. Ist das nicht auch? Nee, das wäre ja was anderes. Das wäre ja ein anderer Fall. Das wäre ein anderer Aber Fall. Fällt unter dieselbe Überschrift. Nein. Hier geht es ja um falsche Tatsachenbehauptung. Das ist ja etwas anderes als kritisches Hinterfragen. Tatsachenbehauptungen sollten schon stimmen. Wer solche Behauptungen aufstellt, muss es sich auch gefallen lassen, dass die Gegenfrage kommt, ist das richtig oder ist das falsch? Und dann geht es um die Frage, warum ist diese Meldung verbreitet worden? Und da sagt ja der Kollege Sensburg, das Ziel kann nur sein, also das strafwürdige Verhalten der Destabilisierung eines Landes, Beeinflussung von Wahlen und der Wahlentscheidungen der Bürgerinnen und Bürger. Und da muss schon viel zusammenkommen, um zu einer Strafvorschrift zu kommen. Es gab heute Morgen im Radio da mehrere Stimmen, die sagten, ich gebe das nur wieder, da scheinen die Politiker aber jetzt viel Angst zu haben, dass sie solche Gesetze kurz vor der Wahl installieren wollen, um unliebsame Berichterstattung zu verhindern. Es geht nicht um unliebsame Berichterstattung. Was glauben Sie, Hermann, wenn es Ihnen so geht, geht es Ihnen nicht alleine so. Was ich schon alles gelesen habe über mich, was schlicht falsch war. Beim meisten ärgere ich mich dann über, beim zweiten sage ich, ich würde mal gerne den Puls fühlen bei demjenigen, der das ins Internet eingestellt hat.
Und manchmal sage ich Schluss aus Ende, jetzt wird Strafanzeige erstattet. Jetzt ist die Grenze dessen überschritten, was tolerabel ist. Das war früher schon so. Früher haben die Leute gesagt, das muss stimmen, das habe ich in der Zeitung gelesen. Genau. Da sage ich immer, wieso muss das stimmen, weil es in der Zeitung gestanden hat. Heute, das muss stimmen, das habe ich im Internet gelesen, muss man genauso nachfragen. Alleine, unterstreiche das Wort alleine, dass es im Internet auftaucht, muss doch nicht bedeuten, dass es richtig ist. Und dann kommt man ins Gespräch und dann kann man sich darum bemühen, herauszufinden, ist das jetzt Tatsache oder ist das schlicht gelogen? Oder ist es nur ein Irrtum? Sowas gibt's ja auch. Sie hatten vorhin angesprochen, als wir über die Presse gesprochen haben, dass eben gewisse Meldungen auch gar nicht erst veröffentlicht werden, was ja auch eine Form der Zensur ist. Ja, oder dass ein schräges Bild gestellt wird. Ich kann mal ein Beispiel nehmen, dann wird's vielleicht deutlicher. Wenn man im Sommer 2015 den Fernseher angestellt hat, beim Thema Flüchtlingspolitik, hatte man nach 10 Minuten den Eindruck, es kommen überwiegend Ärzte und Ingenieure. Anschließend, Schnitt, kamen die Repräsentanten der deutschen Wirtschaft, die erklärt haben, alles Fachkräfte, die können wir prima gebrauchen. Da gibt's überhaupt keine Probleme mit der Integration auf dem Arbeitsmarkt. Das sind ja die, die wir händeringend suchen. Heute wissen wir doch, dass nur ein ganz, ganz kleiner Teil sofort eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung finden wird. Mal fehlt es an der Qualifikation, mal fehlt es an den Sprachkenntnissen, mal fehlt es an beidem. Das heißt, wir müssen einen erheblichen Aufwand betreiben, Sprach- und Integrationskurse, Alphabetisierungskurse, Umalphabetisierung, berufliche Weiterqualifizierung, um dauerhafte Zuwanderung in die Sozialsysteme zu verhindern. Publiziert wurde aber ein ganz anderer Eindruck. Um vielleicht auch die Bevölkerung ruhig zu behalten. Das mag auch sein. Ja, ja, aber dabei stellt sich ja die Frage, ist das überhaupt leistbar, diese Integrationsbemühungen? Wir haben einen kleinen Teil der sogenannten Akademiker aus Syrien, die berühmten Ärzte und Wissenschaftler. Wir haben einen großen Teil Analphabeten. Es ist überhaupt kein Geheimnis, dass viele Menschen auch sozial erzieherisch gar nicht in der Lage sind, sich ohne weiteres zu integrieren. Was kommt denn da in den nächsten Jahren auf uns zu? Also wir fragen bei der Schutzbedürftigkeit von Menschen nicht nach Bildung und Herkunft, sondern da geht es alleine darum, ob sie schutzbedürftig sind, weil sie vor Krieg, Bürgerkrieg oder Verfolgung geflohen sind. Punkt. Das unterstreiche ich immer selbstredend mit. Ne? Ja. Das unterscheidet ja die Zuwanderung aus humanitären Gründen von der Zuwanderung im Interesse unseres Landes, wenn es um die Anwerbung oder den Zuzug von qualifizierten Arbeitskräften geht, von Forschern für die Lehre an unseren Universitäten, Hochschulen, wo auch immer. Ich glaube, dass das auch heute noch unterschätzt wird. Was das bedeutet, wenn wir das Ziel haben, dauerhafte Zuwanderung in die sozialen Sicherungssysteme zu verhindern. Wir werden als Abgeordnete im Bergischen Land regelmäßig unterrichtet über die Lage am Arbeitsmarkt. Die letzte Unterrichtung war vor 14 Tagen. Dort hat der Leiter der Bundesagentur für Arbeit erklärt, dass in meinem Wahlkreis, das ist eine wirklich imposante Zahl, bei den Flüchtlingen, die 2015, 2016 gekommen seien, anerkannt mit Arbeitsmarktzugang, Stand heute 3% sozialversicherungspflichtig beschäftigt seien. Das macht die Dimension des Problems deutlich. Sprachkurse, wenn nicht gar vorher noch Alphabetisierungskurse oder Umalphabetisierungskurse, berufliche Fortbildung, Umschulung, das wird Jahre dauern und es wird sehr viel Geld kosten. Aber die Mühe müssen wir uns machen, denn fehlgeschlagene Integration wird noch viel teurer. Die Frage ist auch bei aller Mühe und bei allem festen Vorsatz, ist es schaffbar? Ich fürchte nicht bei jedem, aber ich hoffe bei den allermeisten. Es muss ja beides zusammenkommen, Integrationsfähigkeit, aber auch Integrationsbereitschaft. Ich muss immer schmunzeln, wenn gesagt wird, die müssen wir jetzt integrieren. Hallo, man muss vorne anfangen. Ich muss auch den Wunsch, den Willen haben, mich integrieren zu wollen. Und das sehen wir ja aus den Erfahrungen der letzten Jahrzehnte. Es gibt millionenfache Beispiele für bestens gelungene Integration, aber es gibt auch zu viele Beispiele dafür, dass Integration nicht funktioniert, dass wir Parallelgesellschaften haben. Die Tagesschau musste zurückrudern. Herr Dr. Gnifke tat es persönlich und sagte, ja, wir haben falsche Bilder gezeigt. Wir haben die
Bilder von einreisenden Flüchtlingen, Frauen und Kinder vorwiegend gezeigt und hat dann eingeräumt, dass eigentlich 80% der letztes Jahr auf jeden Fall eingereisten Menschen zu 80% junge Männer gewesen seien. Junge, kräftige Männer. Das also ich habe Mitte September die Bundespolizei besucht in München auf dem Hauptbahnhof. Das war ja so ein Zentrum der Einreise. Und ein junger Bundespolizist hat mich nach ein paar Minuten zur Seite genommen und hat gesagt, vorhin ist ein Zug angekommen. Es sind mehrere hundert ausgestiegen, 95% junge Männer. Und die Fotografen haben sich auf die 4, 5 Familien mit den Kindern gestürzt, haben davon Bilder gemacht. Und diese Bilder wurden dann veröffentlicht. Das war keine Lüge. Aber der Eindruck, der entstanden ist, war, in diesem Zug saßen überwiegend Familien mit kleinen Kindern und es ist doch klar, dass wir denen helfen müssen. Gut, und das war eben nicht nur in München, sondern das ist allerorten passiert, sodass die Bürger ein anderes Bild bekommen haben, als die eigentliche Tatsache, nämlich, dass es über 80% junge Männer gewesen sind, jedenfalls die Aussage des Tagesschau-Chefredakteurs. So war es damals. Mittlerweile ist die Lage eine andere. Das ist möglich, das können wir jetzt... Die Schließung der Balkanroute. Nein, das waren ja überwiegend junge Männer aus den Balkanstaaten. Nun ist es inzwischen auch kein Geheimnis mehr. Also der Bundesinnenminister Thomas de Maizière hat vor wenigen Tagen zugegeben oder bekannt gegeben, dass nordafrikanische Einreisende eine höhere Kriminalitätsrate hätten als zum Beispiel Syrer oder auch deutsche Bürger. Und auch Ex-BND-Chef Schindler hat dieses gesagt. Wir haben viele Fälle von Kriminalität, Gewalt, Übergriffen auf Frauen mit Todesfolge. Leider immer häufiger liest man diese Meldungen, die eben auch alle in Verbindung mit der Massenmigration nach Deutschland stehen. Also die Bürger sind besorgt, viele Menschen sind jetzt auch in Angst. Was kann man denn als Politiker diesen Menschen sagen und vielleicht auch als Zukunftsaussicht geben? Also vor knapp einem Jahr hat der nordrhein-westfälische Innenminister Jäger, SPD, gesagt, jeder dritte Nordafrikaner in Nordrhein-Westfalen sei schon einmal straffällig in Erscheinung getreten. Jeder dritte. Ein enorm hoher Prozentsatz. Natürlich hat sich die Sicherheitslage unseres Landes verändert. Natürlich gibt es keinen Grund, Flüchtlinge unter Generalverdacht zu stellen. Die Warnung brauchen wir auch nicht, weil das kein vernunftbegabter Mensch tut. Natürlich sind es Einzelfälle wie in Freiburg, aber es sind immer mehr Einzelfälle. Und das ist das Problem. Und dann muss die Polizei, muss die Politik die richtigen Konsequenzen ziehen. Da geht es erst einmal um die richtige personelle Ausstattung bei der Polizei, um eine konsequente Strafverfolgung. Das ist ja bitter, dass wir überhaupt nur 6 Anklagen haben im Zusammenhang mit der Silvesternacht in Köln, weil mehr Täter bislang nicht überführt werden konnten. Davor nur 3 Sexualdelikte, die zur Anzeige gebracht wurden, die zur Aburteilung geführt haben, bei über 500 angezeigten Delikten. Da geht es auch um den Satz, wehret den Anfängen. Und jetzt ist ja schon das Einsatzkonzept für die Silvesternacht in Köln ein ganz anderes als vor einem Jahr, kann ich nur sagen, richtig so. So schön wie der Satz ist, wir schaffen das. Also der Optimismus jetzt kombiniert werden mit Realismus. Viele Leute glauben nicht, dass wir das schaffen. Viele Frauen, die ich persönlich kenne in verschiedenen Teilen in Deutschland, gehen, sobald es dunkel ist, nicht mehr aus dem Haus. Wir haben eine völlig andere Sicherheitslage als noch vor 2 Jahren, die auch nicht besser wird, sondern sich in dieser Entwicklung weiter fortsetzt. Ist eine Kanzlerin, die diese Entscheidung getroffen hat, die Grenzen aufzumachen, in der Hoffnung, dass die anderen Staaten mitziehen, ohne einen Plan B zu haben, wirklich die Kanzlerin für die nächste Wahl? Wir haben doch eine ganze Fülle von Kurskorrekturen schon längst vorgenommen. Wir haben heute eine völlig andere Lage als 2015. Warum haben wir denn diese Gesetzespakete verabschiedet? Weil doch jeder weiß, so konnte es nicht bleiben, wie es damals war. Und das weiß die Kanzlerin selber auch.
Wir sind sehr gespannt. Es gibt Stimmen, die sagen, Sie selbst haben es vorhin auch erwähnt, dass wir uns an den Gedanken gewöhnen müssen, mit Zuwanderung zu leben. Und zwar nicht, weil wir aus demografischen Gründen hier noch weitere, das ist ja einer der Hauptgründe gewesen, die genannt wurden, dass wir Nachwuchs bräuchten. Ja. Dabei hat ja ganz Europa eine hohe Jugendarbeitslosenquote. Aus Ihrer Sicht, wie sieht Deutschland nicht in 5 Jahren, sondern in 2 Jahren aus? Wir haben in unserer Geschichte immer Zuwanderung gehabt. Wir haben sie heute, wir werden sie auch in Zukunft haben. Ende. Vor 250 Jahren war jeder dritte Berliner, jeder dritte Brandenburger ein französischer Protestant. Aber es war Zuwanderung aus unserem Kulturkreis. Eine völlig andere Lage, als wir 2015, 2016 hatten. Natürlich hat sich unser Land schon durch die hohe Zuwanderung von Menschen aus anderen Kulturkreisen verändert. Aber es gibt auch erfreuliche Entwicklungen. Heute kann man über das Thema Beherrschung der deutschen Sprache in Wort und Schrift als Schlüsselqualifikation für Integration ganz anders sprechen als noch vor 5 oder 6 Jahren. Mittlerweile gibt es ja selbst bei den Grünen einige Einsichtige, die sagen, ohne geht Integration nicht. Hier müssen wir mehr tun als in der Vergangenheit. Also es hat schon ein Umdenken stattgefunden. Also ich bin da nicht Kulturpessimist. Wir reden über Selbstverständlichkeiten, die jetzt hier Für Sie, für mich, aber nicht für viele andere. Für dieses Land, ja. wer ist eigentlich? Aber wir sind ja auch im Begriff, sozusagen die Nationalstaaten in Europa ihrer Eigenständigkeiten nach und nach zu entheben. Und dazu gehört ja offenbar auch die Frage von Religion und Glauben. Sie sind ja bekannt dafür und viele Menschen lieben Sie dafür auch, dass Sie das Bild des christlichen Abendlandes noch hochhalten. Viele tun es schon nicht mehr. Wir haben es gerade erlebt, dass der EKD-Ratsvorsitzende Bedford Strom und der katholische Bischof und Vorsitzende der Bischofskonferenz Marx ihre Kreuze abgelegt haben in Israel, in Jerusalem. Mit dem Hinweis, Israel, man habe sie in Israel darum gebeten, der Militärstratege Israels und Militärsprecher, Pressesprecher hat sich dann zu Wort gemeldet und hat gesagt, die Herren seien vor radikalen muslimischen Gruppen eingeknickt. Israel habe das nicht gefordert. Ja, ich kenne den Fall genau, mir auch schon dazu geäußert. Wenn man mir sagen würde, bevor Sie eine Moschee besichtigen, müssten Sie aber das Kreuz ablegen, dann verzichte ich dankend auf den Besuch der Moschee und drehe mich auf dem Absatz rum. Und wer das nicht aushalten kann, der wäre auch für mich kein Gesprächs- oder Verhandlungspartner. Ich weiß nicht, warum sich die Herren so entschieden haben. Und ich hoffe auch nicht, dass sie das bei einer anderen Gelegenheit noch einmal tun würden. Denn ich käme auch nicht auf den Gedanken von jemandem, der meine katholische Kirche zu Hause besuchen möchte, also sie müssen sich von diesem oder jedem religiösen Symbol allerdings trennen. Aber nun wäre es bei Ihnen oder bei mir etwas anderes, wenn wir das machen würden. Da würde kein Hahn danach krähen. Aber hier handelt es sich um die höchsten Würdenträger unserer Kirche. Deswegen war ja auch der Protest so erheblich. Was sind das für Signale? Dass wir bereit sind, uns anzupassen, und zwar in einer Form, die andere sagen würden auch, das ist ja schon fast Unterwerfung. Und bei allem Respekt, den man anderen religiösen Überzeugungen entgegenbringen sollte, dieser Respekt kann nicht darin seinen Ausdruck finden, dass ich selber bereit bin, auf meine eigene Überzeugung, und sei es nur für kurze Zeit, zu verzichten. Christliches Abendland, wie lange gibt's das noch? Das hängt im Wesentlichen von uns ab. Ich habe nicht die Sorge vor einer Islamisierung des Abendlandes, ich habe eher die Sorgen vor einer Entchristianisierung. Ich habe es selber mal erlebt vor einigen Jahren, als ich als Rechtsanwalt an einer Gerichtsverhandlung teilgenommen habe, dass die Richterin erkennbar ohne Migrationshintergrund auf den Stuhl klettert, das Kreuz von der Wand nimmt und sagt, das gehört sowieso nicht hierhin. Also das hatte jetzt nichts mit dem Islam oder den Muslimen zu tun. Fehlt den Deutschen der Glaube an den Schöpfer? Ja gut, es gibt auch Millionen Atheisten in unserem Land. Ja, zur Religionsfreiheit gehört ja auch die Freiheit, keine eigene religiöse Überzeugung oder Prägung zu haben. Richtig ist,
dass die beiden großen christlichen Kirchen nicht mehr die gesellschaftliche Bindungskraft haben, die sie in der Vergangenheit einmal hatten. Das gilt allerdings auch für die Gewerkschaften und für die Parteien in gleicher Weise. Und natürlich auch für die Grundgesetze und auch für die europäischen Vertrag, Lissabon-Vertrag, denn da gibt es ja gar keine Bindung. Da gibt es keinen Gottesbezug, das wäre auch mit Frankreich nicht zu machen gewesen. Aber Deutschland hätte vielleicht versuchen können, es durchzusetzen. Ich weiß nicht, wer da mit wem verhandelt hat, aber das ist in Frankreich ganz selbstverständlich, die Trennung zwischen Kirche und Staat. Die haben ein ganz anderes Verhältnis, Kirche und Staat, als wir in Deutschland. Wir persönlich, also ich persönlich und viele andere mit mir, haben das bedauert, aber das war wohl objektiv nicht durchsetzbar. Also da hat es nicht am Bemühen gefehlt, sondern an der Fähigkeit, diese Forderung durchsetzen zu können. Es gab ja auch nie so viele Kirchenaustritte auf beiden Seiten wie in den letzten Jahren. Kann es sein, dass die Menschheit sich entfernt von Natur und Verbindung und doch immer mehr in den Materialismus hineinstrebt? Das ist gut beschrieben. Aber wir erleben auch teilweise das Gegenteil. Ich kann mich noch gut erinnern an ein Gespräch mit einem Priester aus New Orleans, der mir erklärt hatte, nie seien die Kirchen voller gewesen als nach dem verheerenden Wirbelsturm in New Orleans, als die halbe Stadt unter Wasser stand. Das heißt, wenn die Not größer wird, finden die Menschen wieder den Weg zu Gott zurück. Je größer die Katastrophe ist, desto eher rücken die Menschen wieder zusammen. Es gibt interessante Erfahrungen bei der Bewältigung von Naturkatastrophen. Da packen die Menschen an, da haken sie sich unter, da hilft der eine Nachbar dem anderen Nachbar. Aber auch in der Flüchtlingspolitik, 10.000-fache ehrenamtliche Engagement. Zehntausende sehen die Not der Menschen und helfen, obwohl sie rechtlich nicht verpflichtet wären. Sie tun es trotzdem. Also dann wird die entsolidarisierte Gesellschaft plötzlich doch wieder zu einer solidarischen Gesellschaft. Und so finden auch viele wieder den Weg zu Gott zurück, wenn sie in Not geraten. Na gut, auf dem Weg sind wir ja. Erlauben Sie sehen Sie es nicht so kritisch. Ja, ich sehe die Entwicklung kritisch und ich denke Sie auch. Sie äußern es ja auch zum Glück immer wieder. Ich mache mir auch meine Sorgen, aber weiterkämpfen. Ja, natürlich. Sie geben vielen Menschen Kraft, als einer der ganz wenigen Politiker. Und erlauben Sie mir am Ende unseres Gespräches eine persönliche Frage. Sie selbst sprechen hin und wieder auch darüber, dass Sie nicht gesund sind, dass Sie eine Krankheit haben. Und viele Menschen können es gar nicht glauben. Sie strahlen, sie lächeln, sie sind positiv und sie versuchen auch, den ehrlichen Weg zu gehen, sodass sie Vertrauen auch auslösen bei den Menschen. Aber viele fragen sich, wie machen Sie das denn? Woher nehmen Sie die Kraft? Also zum einen weiß ich, dass es vielen schlechter geht als mir. Ich habe ja keine großen Schmerzen oder Beschwerden, die mich an der Arbeit hindern. Und die Arbeit macht mir Freude. Ich sage ja immer, Leute, macht euer Hobby zum Beruf und ihr habt euer Leben lang Freizeit. Das, was ich mache, mache ich wirklich gerne. Ich wüsste nichts, was ich lieber machen würde. Und wenn man die Arbeit gerne macht, steht man morgens gerne auf und geht auch gerne ins Büro. Vor wenigen Wochen ist mir ein Teil meiner Lunge entfernt worden. Das ist nicht lustig. Auch die Beschwerden danach waren 4 Wochen lang doch erheblich. Aber mittlerweile ist auch das überwunden und dann freue ich mich, dass ich wieder meiner Arbeit nachgehen kann und trauere nicht so sehr über die Grunderkrankung, von der ich weiß, dass sie nicht mehr heilbar ist. Ich kann mich nur damit motivieren, indem ich mir jeden Tag sage, ist es nicht schön, dass du die Arbeit machen kannst, die du schon immer machen wolltest. Und solange ich mein Leben leben kann, klage ich nicht. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch und wünsche Ihnen von Herzen alles Gute. Danke Ihnen, schöne Weihnachtsfeiertage. Danke Ihnen, Herr Bosbach. Ja.